Wie immer am 1. Mai, es hat sich angekündigt, hätte ich fast gesagt, wie immer am 1. des Monats, es hat sich aber auch eingebürgert, die Lufthansa Miles & More Meilen Highlights. Gibt es immer wieder am 1. Tag des Monats, auch heute an diesem Sonntag. Schauen wir mal, ob wir heute noch die Lufthansa Group Updates heute Nachmittag machen. Mario ist heute leider nicht dabei, weil ich die Sendung vorauszeichne. Ihr seht, ich bin immer noch in Berlin am Flughafen, zumindest bei der Aufzeichnung. Ja, die Themen zum Beispiel, die man da bei Lufthansa thematisiert, ist halt, dass man bei Herz zum Beispiel mitmachen kann bei einem Gewinnspiel, um bei Disney was zu gewinnen, und zwar im Disneyland Paris. Des Weiteren, wer Lust hat auf Shopping, kann bis zu 42.000 Meilen oder sogar 15-fach Meilen bekommen. Da solltet ihr darauf achten. Und natürlich Hotels, Cars bei Points sind auch wieder mit dabei. Die haben natürlich wieder Angebote. Da gibt es auch was. Oder wenn man bei Merit oder Sixt anguckt, kann man natürlich auch nochmal einmalig bis zu 30.000 Prämienmeilen sammeln in dem Angebot. Und schauen wir da einfach mal, wie sich das zusammensetzt. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute an dem wunderbaren 1. Mai, hoffentlich ja genau bei so schönem Wetter, wie ich das hier in Berlin am Flughafen habe, habt ihr das auch, gibt es natürlich die neuesten Neuigkeiten, aber vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nicht die neuesten News aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status verpasst. Also abonnieren, Glocke an, unten kommentieren, aber auch ein Like da lassen. Das erste Thema ist die Lufthansa Miles & More Kreditkarte. Die Lufthansa Miles & More Kreditkarte hat diesmal etwas anderes, und zwar nur für die Lufthansa Frequent Traveler. Also jeder, der ein Frequent Traveler ist und die Kreditkarte hat oder noch nicht hat und jetzt abschließt, kriegt 10.000 Meilen Willkommensbonus. Neukunden, so heißt es ganz genau. Neukunden erhalten mit der Miles & More Frequent Traveler Karte für 5,41 Euro statt den sonst üblichen 9,16 Euro oder 1.625 Prämienmeilen monatlich. Beim Abschluss bis zum 30.06. gibt es zusätzlich 10.000 Prämienmeilen. Ja, also da könnt ihr mal gucken. Und mit dem Kartenumsatz natürlich, wie immer, wie gehabt, bekommt ihr natürlich pro 2 Euro eine Prämienmeile von Lufthansa Miles & More. Auf jeden Fall ist diese Karte ja dann auch gleichzeitig eure FTL-Karte. Ihr kennt das ja schon. Die Frage, die ich auch oft bekomme, ist, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel keinen Status habe und dann FTL werde oder sogar Zen? Ja, dann bekommt ihr immer jeweils automatisiert und fast schneller noch als das Kit die Karte zugeschickt. Die alte Karte verliert dann die Gültigkeit. Dann gibt es natürlich auch hier wieder die Meilenschnäppchen. Das hat sich auch eingebürgert. Jetzt das dritte Mal in Folge die Lufthansa Miles & More Meilenschnäppchen schon vorab heute Morgen früh für euch. Paris, Budapest, aber auch London gibt es als Meilenschnäppchen Hin- und Rückflug. Und zwar in der Business Class. Buchungszeitraum ist hier natürlich wie immer der 2. Mai bis zum 31. Mai. Reisezeitraum ist der 15. Juni bis zum 31. Juli. 25.000 Prämienmeilen ist doch was, ne? Anstatt 50.000. Dann gibt es auch noch eine interessante Destination in meinen Augen als Meilenschnäppchen. Das wäre Chicago. Auch hier wieder Business Class. Buchungszeitraum ist hier vom 2.5. bis zum 31.5. Aber ihr wisst ja, wie immer, bei der Kurzstrecke gibt es einen anderen Buchungszeitraum als bei der Langstrecke. Und bei der Langstrecke wäre der Reisezeitraum 15.8. bis zum 2022 bis zum 30.9. Also der Buchungszeitraum, Reisezeitraum ist natürlich bei beiden gleich. Premium Economy gibt es auch noch eine Destination, das wäre Salt Lake City in Utah. Hätte natürlich auch den 15.8. bis zum 30.9. als Reisezeitraum, aber 40.000 Meilen nur. Economy gibt es auch, Birmingham, Lyon oder Marseille als Stichwort. 15.000 Punkte in der Economy Class. Ich persönlich finde ja, es sei denn, die Preise sind sehr, sehr hoch, diese europäischen Meilenschnäppchen nicht ganz so prickelnd. Aber wer in der Premium Economy sich zu Hause fühlt, kann mit der Economy auch nach Los Angeles fliegen. Da sind das nämlich nur 30.000 Meilen hin und zurück, die man zahlen muss. Oder auch nach Florida. Also interessante Themen. Jetzt komme ich zu dem Thema Herz und Disneyland. Freikarten oder ein Wochenende für die Parks von Disneyland kann man mit Herz gewinnen, allerdings dann halt Disneyland Paris. Ne? 30-jähriges Jubiläum. Ist Disneyland wirklich schon so lange da? Ich hab's echt, finde ich toll. Also auf jeden Fall,
gibt es eine Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen, sowie extra Prämienmeilen zu sammeln. Es gibt 30 mal 4 Euro Disney Tickets zu gewinnen, einmal ein Wochenende im Disneyland Hotel inklusive 8 Tickets zu gewinnen. Und neben den Standardmeilengutschrift von 500 Prämienmeilen sammeln Teilnehmende 300 Prämienmeilen pro Tag zusätzlich. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Man kriegt maximal 6.800 Meilen. Bei 3 Tage Anmietung wären das natürlich die 900 Meilen plus die 500, die es normalerweise gibt, sind 1.400. Oder wer 21 Tage anmietet, dann sind das natürlich maximal 6.800. Jetzt wisst ihr auch, wie lange die Aktion im Prinzip gilt. Anmietungszeitraum ist der 1.5. bis zum 31.7. Aber auch Buchungszeitraum, ganz wichtig, ist vom 1.5. bis zum 30.6. Also geht auch in den Juni rein. Dann gibt es ja immer wieder diese Top-Angebote, um Meilen zu sammeln. Diese More-Miles-Geschichten, wo man bis zu 42.000 Meilen oder die 15-fachen Prämienmeilen bei ausgewählten Partnern bekommen kann. Steigenberger gibt es 15-fache Meilen aus dem erhaltenen Miles-Status-Kunden den entsprechenden High-Rewards-Status kostenlos. Ja, ganz genau. Reisezeitraum ist der 1.5. bis zum 30.6. Heißt also, Frequent Traveler kriegen den Silberstatus, Senatoren kriegen den Goldstatus, Hon-Circle-Member kriegen sogar den Platinstatus. Muss ich direkt an die Rezeption rennen, muss ich mal sagen, ob das schon geht. Keine Ahnung. Dann 42.000 Meilen gibt es, wenn man 12 Monate das Frankfurter Allgemeine Abo nimmt mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, sind beides Digitalabos, also interessant. Steht kein Preis übrigens dabei, da müsste man nochmal nachschlagen. Dann gibt es im Mediashop auch noch für ausgewählte Titel, der Aktionszeitraum ist hier auch der 1.5. bis 30.6., also der Juni, gibt es da dann nochmal 18.500 Meilen. Und wer Neukundenvertrag bei Lichtlich macht, kriegt 10.000 Meilen. 8.000 Meilen bei Avis, aber da ist ja auch ganz wichtig, dass man da halt einen Aufenthaltszeitraum vom 1.5. Aufenthaltszeitraum? Wahrscheinlich Buchungszeitraum oder Reisezeitraum. 1.5. bis 30.9. Hier steht Aufenthaltszeitraum. 15-fache Meilen gibt es auch bei Kiehl's, Hautpflege. 10-fache Meilen bei Athena, bei Eterna, also Hemden. Wäre was für Mario. Gutscheine von Cadeaus. 6-fach Meilen bei Loctane. 4-fach Meilen bei Mediamarkt. 3-fach Meilen bei Lotto.de und bei Amazon. Amazon wisst ihr ja, wie es geht. Dann gibt es 3-fache Meilen und bis zu 30% Meilennachlass. Das gibt es bei der, weiß nicht, wie man es ausspricht, Bicester-Kollektion. Für jeden ausgegebenen Euro oder Pfund gibt es im Bicester Village, Lavallee Village und so weiter, Outlet Villages, gibt es 3-fache Meilen. Auf dem Private Sale gibt es auch 30% Preisnachlass. Zusätzlich auf den Village-Preis. Aktionszeitraum hier ist der 1.5. bis zum 31.5. Also gilt ab heute. Wer bei Booking.com bucht, kann auch hier Meilen sammeln. Doppelte Prämienmeilen sowie mindestens 15% auf ausgewählte Unterkünfte kann man bekommen. Lust auf eine kleine Auszeit schreiben Sie hier. Da bekommt man halt wirklich 2 Meilen pro ausgegebenen Euro sowie 15% Rabatt. Das sind über 150.000 Destinationen weltweit. Hier ist der Buchungszeitraum 1.5. bis 31.5.2022. Reisezeitraum wäre der 1.5. sogar bis zum 30. September. Könnt ihr verreisen 2022. Es wird lang, ne? Mit Mario macht es mehr Spaß, da kann man das Ping-Pong machen, aber so ist es halt. Aber ich will euch ja hier auch jetzt nichts vorenthalten, deshalb arbeiten wir das Ganze knallhart einfach durch. Und ihr habt ja auch einen schönen Ausblick mit dem Flughafen. Hotel Cars and Points, 6.000 Prämienmeilen nur für Erstbucherinnen und Erstbucher. Immer mindestens 1.000 Meilen pro Nacht. Einmalig 1.000 Meilen extra bei einem Buchungswert von 150 bis 299 Euro. 300 bis 599 Euro 2.000 extra Meilen. 2.000 Meilen extra bei einem Buchungswert von 3.000 bis 599 Euro. Einmalig 6.000 Meilen extra bei einem Buchungswert von mindestens 600 Euro. Aktionszeitraum ist der 1.5. bis zum 31.05.2022. Marriott gibt bis zu 12 Prämienmeilen pro US-Dollar. 10 Prämienmeilen pro ausgegebenen US-Dollar Marriott Bonvoy-Mitglieder und dann nochmal 2 Meilen pro US-Dollar nochmal. Also Buchungszeitraum hier ist auch wieder der 1. Mai bis zum 31. Mai, aber der Reisezeitraum ist hier 1. Mai bis 30. Juli. Also schön in die Sommerferien rein.
Wer von euch Sixt Unlimited-Kunde werden möchte, Sixt Unlimited ist ja das, wo man den Wagen im Prinzip, egal wo man ist in Europa, an ausgewählten Städten immer wieder mieten kann in der Kategorie und also quasi einmal bezahlt und dann einen Monat ein Auto hat, ein Abo, kann 30.000 Prämienmeilen sich gut schreiben lassen. Wichtig ist, dass er das macht am 1. Mai bis zum 30. Mai 2022. Lufthansa möchte auch, dass wir euch nochmal den Hinweis geben auf die Upcycle Collection. Die Upcycle Collection ist etwas, was ich persönlich auch sehr gerne mag. Und ich kann es jetzt leider nicht hochheben. An meiner Tasche habe ich ja auch zum Beispiel ein Stück vom Airbus A320, was ich geschenkt bekommen habe. Und das gibt es in der Upcycle Collection, auch von der A320-211 Papa Hotel. Ansonsten gibt es dort ja auch den Schrank, wo man ein Element aus dem Fenster hat, wo man in dem Fenster kein Glas hat, sondern einfach Ablage. So. Und da könnt ihr Flaschen rein rapieren mit Licht und so weiter. Also sehr, sehr gut. Des Weiteren sollten wir noch auf eine andere Sache, auf die Feel Good Weeks hinweisen. Es gibt jede Woche abwechselnde wohltuende Angebote. Teilnehmende werden wöchentlich von neuen Angeboten nützlichen Helfern in der Kategorie Sport, Küche und Reisen überrascht. Ja, ganz genau. Auf einem gesünderen Alltag mit der richtigen Balance. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Meilen-Highlights für den Mai. Sind in dem Schweinsgalopp da durchgegangen. Ich hoffe, es war für euch nicht ganz so langweilig und trocken ohne Mario. Ansonsten von dieser Stelle aus Berlin. Ich muss eigentlich sagen, vom Flughafen Berlin-Brandenburg in Brandenburg. Ne? Alles Gute und denkt daran, abonniert den Kanal, damit ihr wirklich keine Folge mehr verpasst mit meinen Punkten und Status. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert, abonniert, Glocke an und Like da lassen. Also, danke, dass ihr es getan habt. Bis dann, ciao.